Deshalb würde ich es gerne jetzt an dieser Stelle abbrechen und an Frau Rösch übergeben. Frau Rösch ist promovierte Politologin. Sie leitet den Bereich Bestandsentwicklung und Metadaten an der Universitätsbibliothek Leipzig. Heute spricht sie zum Thema Open Access Transformationsverträge, neue Anforderungen für die Erwerbung. Liebe Henriette, wir freuen uns auf deinen Vortrag. So, jetzt bin ich zu hören. Ich danke für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Ich sehe über 100 Teilnehmende, das Interesse ist groß und ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt auch einige neue Aspekte mit nennen kann. Ich muss vorausschicken, ich spreche für die Aussicht einer Universitätsbibliothek mit einer großen Universitätsmedizin, einer Universitätsklinik und hoffe aber, dass einige Aspekte, die ich hier nenne, auch für Sie von Relevanz sind in andere Einrichtungstypen. Mein Vortrag zielt so ein bisschen darauf, einige neue Handlungsfelder zu beschreiben, die sich im Zuge der Open Access Transformation und vor allem im Hinblick auf das Managen von Transformationsverträgen ergeben. Vorneweg sei noch gesagt, dass dieser Vortrag auf einer Handreichung beruht, die ich gemeinsam mit Kai Gischun von der Max-Planck Digital Library erarbeitet habe. Also das, was ich hier sage, ist nicht alles auf meinem Mist allein gewachsen. Bevor ich jetzt auf die konkreten Handlungsfelder eingehe, will ich eine ganz kurze theoretische Vorbemerkung machen. Wenn wir uns die Erwerbung der letzten 30 Jahre angucken, haben wir es mit zwei wesentlichen Brüchen zu tun oder zwei großen Veränderungen, die das ganze Erwerbungshandeln stark verändert haben bei unseren Bibliotheken. Das eine ist der Übergang von Print zu elektronischen Medien. Hier haben wir es zu tun, dass wir plötzlich das nicht mehr mit dauerhaften physischen Medien zu tun haben, sondern mit unterschiedlichsten Modellen an Lizenzen. Das hat sehr viel an unseren Werbungsabläufen verändert. Die Open Access Transformation bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt rein. Hier nämlich geht es darum, dass wir plötzlich eine Entkopplung von Erwerbung und Literaturzugang haben. Also bisher haben wir, vielleicht wird das so deutlicher, bisher haben wir mit unserer Erwerbung die Rezeption von Inhalten gesteuert. Ja, also wir haben geguckt, wer kann wie was lesen, den Zugriff von Inhalten. Jetzt setzen wir mit unserem Erwerbungshandeln an der Produktion von Inhalten. Das ist eine ganz andere Logik, die dahinter steckt. Wir ermöglichen damit indirekt den Literaturzugang, aber setzen an der Publikation. Daraus ergibt sich aus meiner Sicht zwei neue Schwerpunkte, neue Aufgaben von Bibliotheken. Das eine ist, die Bibliothek muss zu einem zentralen Ansprechpartner, zum zentralen und verlässlichen Partner für alle Publizierenden werden in diesem Prozess. Das hat Implikationen auf Beratungsleistungen, Servicedienstleistungen. Und ich denke, es muss darum gehen, dass in der Bibliothek eine möglichst zentrale und vollständige Finanzierung von Publikationskosten passiert, damit es nicht mit das gut verzahnt ist, das Ganze. Das andere ist, dass Bibliotheken zu einem starken Akteur werden müssen und noch stärkeren Akteur werden müssen in dieser ganzen Open Access Transformation, damit wir nicht in die gleiche Falle geraten, wie wir das vorher schon waren. Und um hier aussagekräftig zu sein, um hier gut argumentieren zu können, müssen wir einmal sehr genau wissen, wie viel wird eigentlich publiziert und was für Transaktionen laufen an die Verlage. Wir müssen aber auch gut vernetzt sein mit Forschenden, mit unseren Einrichtungsleitungen, mit unseren Unterhaltsträgern und Fachgesellschaften, um diesen sehr komplexen Prozess möglichst mit einer Stimme gegenüber in dieser Gemengelage der neuen Marktsituation zu schaffen. Daraus ergeben sich für mich und sehr viele neue Aufgaben. Ich nenne mal einige, die jetzt sozusagen für das konkrete Erwerbungshandeln entstehen und auf die ich jetzt auch im Vortrag ein bisschen näher eingehen will. Ein Thema ist, dass ich glaube, dass es zentral ist, dass wir unsere Publikationskosten, die an den Einrichtungen anfallen, gut zusammenführen und integrieren müssen. Wir müssen vernünftig aussagefähig sein über unsere Kostenbedarfe, die auf uns zukommen. Eine Grundlage dafür ist, dass wir klar definieren, wer eigentlich berechtigt ist, kostenpflichtig zu publizieren. Wir müssen in diesem ganzen komplizierten Prozess die Autoren gut beraten und unterstützen. Und am Ende müssen wir, um das zu bewältigen, Partner suchen in unserer Einrichtung mit anderen Bibliotheken. Ich fange mit dem ersten Schritt an, nämlich Publikationsmittel zusammenzuführen. Wenn wir nochmal sagen, wir als Bibliothek sollten hauptverantwortlich sein für die Organisation aller finanziellen und vertraglichen Infrastruktur des Open Access Publizieren. Nämlich erst dann ist es möglich, dass wir überhaupt zu einer Kostentransparenz und Kostenkonsolidierung kommen und unsere Verhandlungsposition stärken. Und auch dann ist es nur möglich, wenn das alles bei uns als Bibliothek liegt, dass wir mit Verträgen, also dass wir die Konditionen, die wir als Bibliothek verhandeln, mit Verlagen auch allen Wissenschaftlern und Publizierenden zugänglich machen können.
wenn wir uns das mal anschauen, wir haben unterschiedlichste Kostenarten im Kontext des Open Access Publizieren. Ein großer Anteil ist natürlich jetzt die Transformationsverträge, nicht nur Deal, sondern auch die anderen, die auf uns zukommen. Wir haben APCs, wir haben aber auch Closed Access Kosten im Bereich der Color Figure Charges, wir haben diese Hybridkosten und so weiter. Das Schwierige daran ist, dass diese verschiedensten Kostenarten aus sehr verschiedenen Töpfen wiederum finanziert werden. Wir haben den großen, die Haushaltsmittel, wir haben zum Teil Drittmittel, vielleicht von der DFG oder anderen. Wir an der UB haben hier noch zentrale Sondermittel für Open Access. Ja, also wir haben sehr verschiedene Töpfe mit sehr verschiedenen Kriterien, aus die aber nicht eins zu eins diese Kosten bezahlt werden. Hinzu kommt noch, was es extra schwierig macht, dass wir natürlich einen großen Teil dieser Kosten haben, die über Drittmittel in den Fakultäten, in den Kliniken, in den Lehrstühlen finanziert werden, wo wir keine Kenntnis haben, ja, oder Fakultätsmittel. Das heißt, über diesen Bereich hier oben, diesem Orangen, sind wir relativ aussagekräftig, zumindest was das Volumen betrifft. Was diesen grauen Bereich betrifft, können wir eigentlich gar nicht gut sagen, was da noch an Transaktionen an die Verlage jährlich geht. Und dass es ein erheblicher Teil ist, wird vielleicht deutlich, wenn Sie sich diese Folie mal anschauen. Wenn der Anteil der Ausgabenarten an die Verlage. 2016 war noch 80% aller Kosten, die in die Verlage gegangen ist, reine Subskriptionskosten, die im Wesentlichen über die Bibliotheken weitergereicht wurden. Ja, das war das, was wir als Bibliothek gesteuert haben. Der andere Anteil, Open Access zum Teil, ja, und Hybrid wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir aber 2019 uns anschauen, dann hat sich das dramatisch verändert, das Bild. Das heißt, nur noch die Hälfte der Kosten sind Subskriptionskosten und die anderen Teile sind publikationsbasierte Kosten, die zum großen Teil auch dezentral finanziert werden und die vielleicht auch nicht dezentral, aber dann über verschiedene Töpfe ausfinanziert werden. Und hier den Gesamtüberblick zu behalten, ist für mich ein wesentliches Instrument in dieser Open Access Transformation. Das heißt, wichtig ist es aus meiner Sicht, dass wir intern Erwerbungsmittel und Publikationsfonds zusammenführen, das als eine Kosten, also das, wir sehen das ja auch schon bei den Deal-Verträgen, ja, wo wir die Gold-OA-Komponente haben und so, wie schwer das ist, auseinander zu dividieren, wenn wir vorher Publikationsfonds haben, die wir einzeln geführt haben, ja, dass wir die Kosten zusammendenken. Und dann, das steht hier so lapidar da, dezentral finanzierte Kosten zentralisieren, ja, das ist ein dickes Brett, was man da bohren muss. Wir sind hier auch ganz am Anfang und versuchen an verschiedenen Stellen in der Universität dafür zu sensibilisieren, dass diese Kosten zentral in der UB laufen, ja. Aber zumindest kann man überlegen, ob wir in Richtung eines Monitorings kommt, also dass man Publikationskosten wie Color Figure Charges und so weiter mit einem Merkmal versieht bei der Abrechnung, dass man das abrufen kann über die Einrichtungsverwaltung, dass man zumindest sehen kann, wie viel Kosten sind noch im Kontext von Publikationen an Verlage geflossen, um mir auskunftsfähig zu werden. Es ist zum Beispiel auch wichtig, wenn wir anschauen, wenn der Gold-OA-Anteil steigt, haben wir in der Regel keine Color-Figure-Charges, die bezahlt werden. Das heißt, hier findet eine faktische Entlastung statt in den Fakultäten, wo vorher im Wesentlichen diese Kosten finanziert wurden, wo man überlegen kann, ob man hier über Umschichtung spricht. Ja, dafür braucht man aber die Zahlen. Ja, muss man wissen, wie viel das eigentlich ist. Wo fallen welche Kosten an? Wo entstehen Entlastungen? Wo entstehen Belastungen? Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass es ein Monitoring gibt oder zumindest den Versuch, diese Mittel an einer Stelle zusammenzuführen. Erst dann ist es nämlich möglich, vernünftigen Kostenbedarf zu ermitteln. Ja? Also wir sollten wissen, was haben wir aktuell für einen Kostenbedarf und künftig. Ich weiß, dass das schwierig ist, ja, jeder Transformationsvertrag sieht anders aus, arbeitet mit anderen Größen, mit anderen Faktoren. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass wir hier ein Gespür dafür haben, um überhaupt unsere Erwerbungsmittel planen zu können, um Mehrkosten kommunizieren zu können und auch Förderprogramme gezielt in Anspruch nehmen zu können. Ja. Und auch erst wenn wir wissen, was wir für Kostenbedarfe haben, können wir Transformationsverträge überhaupt bewerten, die jetzt auf unsere Tische fliegen, ja, von allen. Sie haben in den Sommer sehr, wie wir wahrscheinlich auch, sehr viele verschiedene Modelle bekommen. Und es ist schwer, die zu verstehen und auch rauszukriegen, wo entstehen Mehrkosten, wie hoch ist unser Publikationsanteil, lohnt sich der Beitritt zu so einem solchen Transformationsvertrag.
Also um diese Kostenbedarfe irgendwie ermitteln zu können, brauchen Sie einmal, das setzt an dem auf, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie den Monitoring oder die Zentralisierung der Publikationskosten. Ja, also nicht nur den, die Sie bisher hatten, sondern eben auch, was sonst noch an die Verlage geflossen ist. Und das ist ein Krisenthema, Sie müssen Ihren Publikationsoutput vernünftig erfassen. Da werden Sie in den letzten Jahren vermutlich schon viel mit zu tun gehabt haben. Wer das Glück hat, ein gutes Forschungsinformationssystem zu haben, wo das zusammenläuft, kann eigene Datenbasis nutzen. Andere müssen das erheben aus Scopus Web of Science, OA-Monitor. Ja, aber es geht, Sie wissen alle, der Teufel steckt dann immer im Detail zu wissen, was ist der Anteil der Corresponding Authors, wie verteilen sich die Publikationen auf bestimmte Fachgebiete, Zeitschriften, Verlage und so weiter, was ist der OA-Anteil und so weiter. Ja, also da brauchen Sie eine gute Datenbasis, die ist wirklich essentiell, um hier weiterzuarbeiten, Kostenbedarfe zu machen. Sie brauchen aber nicht nur die Datenbasis, sondern Sie brauchen auch Menschen, die damit arbeiten können, die kompetent sind, diese Datenbasis zu lesen, zu analysieren, daraus Statistiken zu ermitteln, Prognosen zu ermitteln. Das heißt, für die Personalentwicklung ist es wichtig, in der Erwerbung auch Personen zu haben, die sich gut auskennen mit bibliometrischen Analysen und diese Analysen eben nicht nur als Service für die Wissenschaft, sondern auch als Grundlage für die eigene Kostenrechnung. Ja, also da, wir haben hier bei uns an der UB in den letzten Jahren da versucht, Kollegen zu gewinnen, fortzubilden, dass wir hier gut mit Zahlen arbeiten können, uns eben nicht verlassen müssen auf die Zahlen, die wir von den Verlagen bekommen, denn das ist in der Regel nicht das Gelbe vom Ei, sondern da selber nochmal genau reinschauen zu können, was heißt das eigentlich für uns. Um Kostenbedarfe ermitteln zu können, müssen Sie aber auch wissen, wer eigentlich Kosten verursachend publizieren darf an Ihrer Einrichtung. Das klingt erstmal relativ banal. Vielleicht gibt es auch Einrichtungen, wo das ganz einfach ist. Ich weiß, an der Universität Leipzig ist das nicht so ohne. Also Sie müssen erstmal definieren, welchen Status so ein bisschen randständigere Personengruppen oder Mitarbeitergruppen haben, wie externe Doktoranden, Honorarprofessoren, Emeriti, mehrfach Affiliierte. Dürfen die in diesen Transformationsverträgen kostenpflichtig publizieren oder nicht? Das müssen Sie vorher mit Ihrer Hochschulleitung definieren. Das Gleiche gilt für Einrichtungen. Auch da ist das Leben bunt. Ja, wir haben An-Institute, Kliniken, Forschungszentren. In Leipzig haben wir zum Beispiel das IDIF, das ist das Zentrum für Diversitäts Forschung, das gehört zur Universität Leipzig, ist aber ein Kooperationsprojekt mit der Uni Halle und Jena. Und da ist es immer schwierig rauszukriegen, wer gehört jetzt wohin, wer darf wo, wie kostenpflichtig publizieren. Ja, das muss man sich im Vorfeld gut überlegen, damit man dann, wenn der Publikation auftauchen, relativ schnell entscheiden kann. Das heißt, wieder als Aufgabenzettel, wichtig ist es mit der Einrichtungsleitung, diese Berechtigung zu definieren, welche Personengruppe hat welchen Status, wer darf Kosten verursachen publizieren. Mit der Verwaltung müssen wir dann Routinen einrichten, wie man diesen Status auch vernünftig prüfen kann. Ja, also gut ist ein Zugriff auf das Identitätsmanagement oder die Software, mit der Sie hier irgendwie arbeiten an Ihren Einrichtungen. Das heißt, oder Ansprechpersonen, das korrespondiert mit dem letzten Punkt, Autorisierungsprozesse etablieren. Das heißt, es muss relativ klar sein, wer diese Entscheidung am Ende treffen kann, wer ist Ansprechperson bei Ihnen in der Bibliothek, wer ist Ansprechperson in der Universitätsverwaltung, um zu klären können, wer hat welchen Status, damit wir hier nicht zu langen Verzögerungen und Unklarheiten kommen. Ja, das sind alles neue Prozesse, die hier auf uns zukommen, die wir schon mit OA Gold hatten, die jetzt aber mit den Transformationsverträgen nochmal sehr viel zahlreicher werden, ja, in unseren Einrichtungen, wo einfach der Anteil der Fragen, der Klärungsbedarfe, ne? Welche Person gehört wie hin, die hat jetzt mittlerweile die Einrichtung gewechselt oder ist erst neu hinzugekommen. Ja, das sind alles so Fragen, die auftauchen, die Sie irgendwie klären müssen, weil tatsächlich ja mit dieser Klärung der Affiliierung und der die Klärung der Affiliierung verbunden ist, dass Kosten entstehen oder nicht entstehen und die sind ja nicht ohne. Mal ganz weg von den administrativen Geschichten ist natürlich, das ist ein Prozess, wo Sie die Autorinnen und Autoren nicht alleine lassen dürfen. Ja, wenn wir sagen, wir als Bibliothek wollen verlässliche Experten fürs Publizieren werden, dann heißt es, dass wir irgendwie auch einen Kompass bieten in dieser ganzen Vielfalt. Das ist ja für uns schon recht überfordernd zu sehen, was für verschiedene Transformationsmodelle, was ist Closed Access, was ist Gold OA, welche verschiedenen Varianten, dann haben wir noch Mitgliedschaftsmodelle und so weiter. Und wir können nicht von den ganzen Forschenden erwarten, dass sie Komplexität in Gänze verstehen, sondern die Publizierenden müssen wissen, wir als Bibliothek sind die Experten, wir können sie unterstützen und sie können sich an uns wenden. Das heißt, wenn wir das erreichen, dass wir hier eine Expertise aufbauen und eine Ansprechbarkeit aufbauen,
schaffen wir es eben auch, ein Commitment mit den Forschenden zu erhöhen. Ja, also das ist nicht so ganz ohne, wenn es zum Beispiel darum geht, schwierige Entscheidungen zu treffen, wie vielleicht einen Vertragsausstieg in einer Eskalation oder Mehrbedarf zu artikulieren, wenn die Wissenschaftlerinnen hier das Gefühl haben, dass die Bibliothek kompetent ist und sie unterstützt, können vielleicht auch gemeinsam mit den Forschenden auch schwierige Entscheidungen getroffen werden. Ja. Das ist aber auch notwendig, damit sie die Transformationsverträge wirklich effektiv nutzen können. Und das ist eher so ein Randthema, damit sie auch beraten können und diese Publikation in die sogenannten Raubjournalen reduzieren können, wenn sie hier auch Expertise anbieten zur Publikationsberatung in dieser Richtung. Das heißt, am Ende für uns haben wir das so entschieden, dass es wichtig ist, dass wir als Bibliothek und gerade das Open Science Office auch die Einreichungsverfahren bei den Verlagen kennen. Ja, also, dass wir wissen, wenn die Autorinnen und Autoren hier einreichen, was da eigentlich passiert, was abgefragt wird, um auch zu sehen, welche Hürden hier entstehen, wo Unklarheiten sind. Sie wissen alle selbst, das ist bei jedem Transformationsvertrag anders und das ist ganz schön hakelig, oft uneindeutig, oft sehr ärgerlich uneindeutig, was da wie formuliert wird. Und diese Hürden und diese Wege sollten wir kennen und auskunftsfähig sein, damit, wenn wir Fragen am Telefon haben, wie hier steht irgendwas Komisches, verstehe ich nicht, was heißt denn das, schnell antworten können. Ja. Wichtig ist es eben auch, hier klare Ansprechpersonen zu etablieren, wo die Forschenden gerade bei kleineren Einrichtungen wissen, ah, das ist, die kann ich fragen. Ja. Oder über Chat oder Ticketsysteme schnell Fragen stellen können, damit Unsicherheiten im Einrichtungsprozess nicht dazu führen, dass es hier Abbrüche gibt oder Optionen, die wir haben, nicht genutzt werden. Wichtig natürlich auch proaktive Beratung, wenn Sie sehen, Sie haben besonders publikationsintensive Forschergruppen, die vielleicht bei einem Transformationsvertrag viel unterwegs sind, die gezielt zu informieren. Zu versuchen, übersichtliche Informationsmaterialien auf den Webseiten zu erstellen und vielleicht auch gucken, an welchen Stellen man auf neue Informationsformate setzt. Ich kann mir vorstellen, dass der Alltag an Kliniken das schwer macht, hier gut zu informieren, gerade auch, weil hier vermutlich viel wechselndes Personal ist. Da eine gute Durchdringung zu erreichen, das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung, die ich erstmal nur so benennen kann und jetzt noch nicht die großen Lösungen habe, aber da werden Sie ja, die Ihre Einrichtung auch gut kennen, vielleicht schon Ideen haben. Womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist die sogenannten Opt-out-Autorinnen gezielt zu informieren. Sie haben vermutlich jetzt alle von Springer die Mitteilung bekommen, wie viele Autoren die Open Access Stellung, obwohl sie es konnten, nicht gewählt haben. Ja, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir hier Rückfragen bei den Autoren oder die darüber informieren, dass es durchaus sinnvoll gewesen wäre, ja, und auch möglich gewesen wäre, die ganz betroffen sind und sagen, wenn ich das gewusst hätte, ich habe gedacht, hier stehen Extrakosten, dann hätte ich das doch gemacht. Ja. Also das liegt eben auch an oft unklaren Formulierungen, an Unsicherheit. Das führt bei Springer leider nicht dazu, dass wir rückwirkend diese Artikel wieder freischalten können, aber beim nächsten Mal wissen das die Autoren. Und das führt auch dazu, dass die Autoren nochmal merken, ah, hier gibt es eine Bibliothek, die ist hier irgendwie in diesem Prozess involviert, hier gibt es Ansprechpersonen, an die kann ich mich das nächste Mal wenden. Also es hat, glaube ich, mehrere Effekte, wenn man sich in freundlichen Ton nochmal an diese Autoren wendet. Das macht erstmal ein bisschen Arbeit, aber ich denke, mit Standard-Mails und oder Standardformulierung kann man da schon einiges an Arbeit sparen. Man muss es ja nicht jedes Mal neu eintippen. Also das empfehle ich sich tatsächlich bei den Transformationsverträgen, sich das Opt-out anzuschauen und an die Autorin zu gehen und zu hoffen, dass es beim nächsten Mal nicht mehr passiert und dass sie auch ihre Kollegin darüber informieren und ganz zufrieden sind mit der Bibliothek, nachdem sie hier gut mit Informationen versorgt wurden. Das Ganze ist ein schwieriger Prozess und Sie kriegen das als Bibliothek nicht alleine hin, das habe ich ja schon erwähnt. Ja, Sie brauchen also Partner in dem Ganzen. Deshalb gibt es hier auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass Sie mit anderen Bibliotheken versuchen, Netzwerke zu bilden. Ja, das eine ist diese Tagung, wo vielleicht in den Rändern schon sowas passiert, wo man schauen kann, ob man Ressourcen nachnutzen kann, die andere Informationsbroschüren, kleine Filme oder so, die gedreht wurden. Das muss man ja nicht jedes Mal neu erfinden. Aber auch zu überlegen, ob man so Expertinnenpools bildet. Wir in Sachsen haben im Sachsen-Konsortium zum Beispiel eine AG Bibliometrie gebildet, wo wir als die größeren Einrichtungen, die kleineren Einrichtungen erstmal schulen zu dem Thema, aber eben auch komplizierte Anfragen übernehmen, weil das natürlich eine
dieses komplexe Thema, eine Bibliothek, die mit 4, 5 Mitarbeiterinnen nur ausgestattet ist, nicht in Tiefe durchdringen kann. Ja, also da ist es ganz gut, wenn man so ein paar Leuchttürme hat, Expertinnen hat, die man dann innerhalb, die mal schnell und unkompliziert ansprechen kann zu diesem Thema. Wichtig ist für mich auch immer nochmal zu sagen, dass man die Kompetenzen zu diesem Thema Open Science, Open Access, Transformationsverträge auf möglichst viele Schultern im Haus verteilt. Ich kenne das ja auch bei uns, den Reflex, wenn das Thema Open Access kommt, dann gucken alle in Richtung Open Science Office. Da gibt es dann die 2, 3, 4 einschlägig bewanderten Kollegen und die anderen ziehen sich so ein bisschen zurück, weil es einfach ein kompliziertes Thema ist. Aber wir sind schon seit Längerem dabei und auch jetzt auch nochmal zum Beispiel das Fachreferat geschult, zu informieren, was das Thema Transformationsverträge bedeutet, dass die zumindest grundständig ausführungsfähig sind gegenüber den Wissenschaftlern und Wissenschaftlern. Die große Expertise kann man sozusagen nicht auf breite Schultern verteilen, aber ich denke, dass man diese Inseln, die man lange geschaffen hat mit Open Science Office, mit Open Access Beauftragten, so ein bisschen auflösen muss, weil das Thema so breit wird und so weit in die Erwerbung reinfließt, dass das in die Erwerbungsabteilung, in das Fachreferat sehr viel stärker auch da die Kompetenz mit einfließen müssen und nicht nur so bei 1, 2 Personen hängen bleiben. Das ist eine Frage auch wieder hier von Personalentwicklung. Und der letzte Punkt ist, dass Sie natürlich in Ihrer Einrichtung mit verantwortlichen Stellen sprechen müssen, weil Sie das, was ich gerade eingangs besprochen habe, gar nicht alleine bewerkstelligen können. Und diese Kommunikation, finde ich, muss man gut planen. Ich habe hier 2 Beispiele ganz am Ende, wo wir versucht haben, das mal so ein bisschen aufzudröseln. Also wenn Sie überlegen, dass auf Sie kommt das Thema Transformation, Mehrkosten, Personalentwicklung, was auch immer zu, wie können Sie Ihre Einrichtungsleitung ins Boot holen, wie können Sie den Unterhaltsträger ins Boot holen und sich dann vor solchen Gesprächen nochmal zu überlegen, welche Ziele habe ich, was kann ich erreichen, was will ich erreichen, wie kann ich das erreichen. Wir sind zum Beispiel hier durch die Forschungskommission, durch die Fakultäten gegangen, haben regelmäßige Termine mit dem Forschungsprorektor. Und wichtig ist, dass Sie in dem Ganzen auch eben diese publikationsdatengetriebenen Präsentationen dabei haben, damit das Ganze fassbar wird. Mit Sie sagen, hier, wir haben hier gut gerechnet, wir wissen, was kommt und nicht nur, wir brauchen irgendwie mehr und Open Access ist irgendwie diffus, sondern sehr klare Daten haben, zu sagen, hier haben wir Entlastung, Belastung, wir müssen hier irgendwie nachstellen. Ja. Und am Ende hier habe ich noch ein paar Argumente, mit denen Sie hier arbeiten könnten, mit aufgeführt. Das Ganze noch einmal für die Einrichtungsverwaltung, was auch nochmal ein extra Thema ist, die ja nochmal andere Logiken haben als so eine Universitätsleitung. Auch da müssen Sie überlegen, ne, wenn es darum geht, diese Publikationskosten zu zentralisieren, Personalentwicklung zu flexibilisieren, vielleicht auch Haushaltsführung zu flexibilisieren. Die müssen Sie irgendwie mitnehmen, die müssen Sie anders abholen als so eine Universitätsleitung. Da müssen Sie vielleicht mit Kosteneffizienz kommen oder was auch immer. Oder mit Beschlüssen seitens des Rektorats dann mitnehmen in die Verwaltung, um hier Prozesse etablieren zu können, mit denen Sie überhaupt diese Rahmenbedingungen schaffen können, um in diesen Transformationsprozess handlungsfähig zu werden. So, jetzt bin ich hier durchgerast und bin schon am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, das geht nicht zu schnell, aber Sie haben ja noch die Folien. Vielen Dank für den sehr umfassenden Vortrag.